Die Zukunft Ägyptens verändert sich. Der große Pharao Narmer versucht, die Königreiche von Ober- und Unterägypten zu einem vereinten Ägypten zusammenzuführen. Der Reichtum aus der Landwirtschaft entlang des Nilufers wird ihn dazu befähigen, seine Rivalen endlich zu besiegen. Übernehmen Sie die Kontrolle über die Dörfer entlang des Flusses und erzeugen Sie einen Überschuss von 800 Nahrung, um Ihre Leute und Narmas Kämpfer zu versorgen. Übernehmen Sie zusätzlich die Kontrolle über den antiken Steinkreis von Nabta Playa, der sich in der Wüste in Richtung Westen befindet. Mit der Kontrolle über diese antike Ruine wird Narma Macht gegenüber seinen Gegnern demonstrieren. Seien Sie jedoch wachsam gegenüber benachbarten Völkern. Sie müssen diese nicht vernichten, aber seien Sie sich bewusst, dass Sie versuchen werden, Narmas Ziel, ein vereintes Ägypten, zu unterwandern. Okay, das sind wir. Was sagen da? Ja, dann da. Dann baue ich zwei Stück davon. Tabernacle Evil Garden. Erectus. 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 Achso, wir haben genug. Was ist die Nummer? Da brauche ich 100 für... Ah, Schleuderer gibt's doch schon. Cool. Also, ja, was heißt cool? Den gibt's auf jeden Fall. Ja, aber erstmal brauchen wir Nahrung. So kann man. Können wir weitersehen. Ich werde mit dem einen jetzt ein bisschen erkunden. Mit dem auch. Ja gut, und den können wir auch schon hinchecken, ich meine. Wenn die angreifen, habe ich halt verkackt. Sehr optimistisch, ich weiß. Kann ich schon Beobachtungsturm eigentlich bauen? Ich glaube nicht. Ah, da brauche ich noch 50. Beobachtungstürme sind verdammt geil. Ich liebe die. Und geht Gott sei Dank sehr, sehr, sehr schnell. Deswegen werden wir jetzt ganz schnell einen gleich bauen. Ach, Steine brauche ich dafür. Na Mist, ich habe noch keinen gefunden, deswegen. Oh ne. Hm. Nehme ich erstmal das Holz hier mit. Thomas. Okay, da brauche ich 100 für. Okay, da habe ich nicht genug Platz. Okay, dann wirst du einfach Holz haben. Das Problem ist halt, wir haben noch keine Steine gefunden. Na, da wird natürlich mein Hex drauf gehen. Aber danke. Müssen wir jetzt erstmal einen Hafen bauen. Bombis. Gibt es keine Steine hier in der Nähe? Eine Beobachtungszone, das ist natürlich kacke. So, ich baue natürlich... Ach, warte mal, es gibt sogar einen Sammelpunkt. Boah, das ist cool. Das ist richtig cool. Aber dass es halt, wie gesagt, keine Steine gibt, ist verdammt schlimm. Ja, das ist richtig schlimm sogar.
Ne, es gibt keine Steine. Das ist natürlich schlecht. Dann rufen wir unsere ganzen Truppen wieder zurück. Okay. Weil einen Kampf will ich gerade echt, will ich jetzt eher weniger. Okay. So, über 800 brauchen wir jetzt nur. Alles andere schauen wir mal. Ja, wir spielen jetzt spielen auch ein bisschen länger, das ist ganz normal. Also es werden größere Parts. Ich werde die wahrscheinlich auch unterteilen, das heißt, ich werde immer so, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei werde ich aufnehmen. Und die werde ich dann einfach in Parts unterteilen, das heißt, es wird dann donnerstags immer zwei Folgen kommen, denke ich. Ja, es wird dann so auf eine Stunde kommen insgesamt, dann machen wir 2,5 Stunden immer. Ja, weil ich habe da auch, ich habe auch Bock auf das Game, so ist es nicht, ne? Ist ein super cooles Game. Ja. Deswegen, ja. Ja gut, ist natürlich jetzt schade mit Ja gut, ich meine, angreifen brauchen wir die ja eh nicht, ne? Aber ah, warte mal, wir brauchen jetzt einmal. Zwei Häuser zu bauen und hier. Einmal das Teil anvisieren. Ja, natürlich schade auch, dass kein Stein ist. Ich meine, klar, die Beobachtungstürme hätte ich nicht gebraucht, dich eh nicht. So, aber ich weiß nicht, es ging jetzt einfach nur so ums Prinzip, ne? Ja. Deswegen, also es ging auch nur ums Prinzip. So, jetzt werden wir natürlich unsere ja, hauptsächlich unser Augenmerk hauptsächlich auf die Fischerboote lenken, weil das ist ja viel, viel, viel wichtiger gerade, weil die geben halt sehr viel da vorne doch auch. Das dauert natürlich so, ne? Jetzt brauchen wir noch 500. Ansonsten, was mir hier sehr auffällt, also nicht nur, dass die Grafik echt tausendmal geiler ist, ne? Muss man ja sagen. Ist ja tausendmal geiler. Das finde ich nicht gut. Dass Fischerboote hier sind, da werden wir jetzt sofort auch eine Galeere? Ne, ein Erkundungsschiff heißen die hier. So, okay. Auf jeden Fall, der wird gebaut. Weil
ich es nicht akzeptieren kann, dass andere Schiffe meinen kriegen. Ja gut, was heißt jetzt meins? Also so einer bin ich nicht. Also ich baue sehr gerne auf. Ja, ich mag es wirklich sehr gerne Sachen aufzubauen. Yay, mein Erkundungsschiff. Okay. Der Typ will Krieg. Den kriegt er. So ein bisschen auf jeden Fall. Merk schon. Aber wir haben gewonnen. Glück gehabt. Die Götter haben unseren großen Pharao Narmer gesegnet und unser Volk vereint. Ägypten ist dazu bestimmt, die größte Zivilisation zu werden, die die Welt je gesehen hat. Der Pharao hat ihnen einen Platz auf dem Steinrelief versprochen, das zu Ehren seines Sieges erstellt wird. Aus naheliegenden Gründen wird ihre Abbildung nicht so groß sein wie seine. Der Ruf des vereinten Ägyptens verbreitet sich in alle Ecken der Welt und der Handel hat den Reichtum ihres Volkes erheblich erhöht. Mit diesem Wohlstand hat Pharao Djoser entschieden, dass eine bloße Mastaba, eine einfache Grabanlage aus getrocknetem Schlamm, nicht genug ist,
um ihm im Leben nach dem Tod zu dienen. Stattdessen befahl er dem Architekten Imhotep, eine Stufenpyramide zu entwerfen, die auch aus meilenweiter Entfernung noch sichtbar sein würde. Ein solch großes Projekt bedarf immenser Ressourcen. Ihnen wurde befohlen, nach Norden zu gehen und einen Handelsposten zu gründen, um Gold für die Pyramide anzuhäufen. Gleichzeitig müssen Sie sich in die Wüste wagen und einen Steinbruch finden, um Steine für den Bau bereitzustellen. Ihre Handelspartner, die Minoer, Kanaaniter und Libyer, könnten eifersüchtig auf Ägyptens Erfolg werden und sogar den Handel einstellen und ihr Volk angreifen. Falls es unseren Diplomaten nicht gelingt, den Frieden zu erhalten, müssen sie ihre Handelsschiffe verteidigen. Der Pharao vertraut ihnen den Erfolg dieses Projektes an. Soll er jetzt erstmal das? Gut, in die Bronzezeit müssen wir jetzt nicht. Oder erstmal nicht. Vier Stück erstmal. Tja, ansonsten heißt das erstmal warten, ne? Denke mal, ich mache jetzt noch die Mission und dann müssten wir theoretisch wahrscheinlich schon längst auf unsere Zeit gekommen sind. Wahrscheinlich viel länger. Aber ich wollte auch nicht aufhören, so mittendrin. Ich denke mal, dann im nächsten werden wir dann die ägyptische Kampagne durchhaben und dürfen uns dann mit den anderen befassen. Also ich finde es hier sehr cool, dass das vertont auch ist. Normalerweise war das vorher immer so, da hast du diese großen Texte gehabt und dich selber. So, ne? Weil gab's natürlich nicht. Ist ja logisch. Ich meine, wie groß war denn das Spiel damals? Keine Ahnung. 100 MB? Oder so? Wenn überhaupt so, ne? Ich weiß gar nicht, wie groß das nochmal war. Oder 16 MB oder so. Ganz, ganz wenig auf jeden Fall. Was macht der? Ah, doof, Bewohner. Wie sind das denn eigentlich? Die sind neutral. Nur die Minoer sind uns wohlgesinnt. Das ist, okay, gut zu wissen. Ich gerade um zwei sogar.
zwei Häuser zu bauen, weil die sind wichtig. Ja, eine Kaserne bauen halt, ne? So, dafür 100. Was ich den Empire Earth am geilsten fand, war halt, dass du so das halt erkunden konntest. Das heißt, du konntest deine Einheiten sofort den Befehl geben, erkunde mal die Karte. So, und das haben die dann halt auch gemacht. Was ich dann tausendmal geiler fand, weil so konntest du dann immer sehen, okay, da sind deine Gegner eventuell. So, ne? Und hier muss halt selber alles machen. Schade, ich dachte, das hätten sie vielleicht geändert. Ah, okay, da haben sie. Da sind eventuell unsere Verbündeten. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt eingetippt habe überhaupt. Ah. Denn die Handelsboote brauche ich. So, euch brauche ich gerade, um die Gegend zu erkunden. Ich bin jetzt gerade angegriffen. Ich weiß gar nicht, wen habe ich denn jetzt angegriffen, ha? Ah, okay, hier ist schon der Stein. Der Lagergrube. Na, wahrscheinlich von irgendeinem Tier. Ich helfe mal von aus. So. Gerade den Überfluss. Ich würde sagen, wir gucken auch das mal. So, die sind jetzt gleich schon fertig.
Bombis. So, Steinvorrat haben wir jetzt schon mal genug. Dann bauen wir jetzt langsam die Erkundungsschiffe, weil ich gehe stark davon aus, dass die mich gleich angreifen werden. Also vielleicht nicht jetzt, aber bald. Ja, und das ist dann so eine kleine Marine, aber. Könnte wahrscheinlich ganz gut helfen. Würde ich mal sagen. Viel, die nichts zu tun haben, okay. Wahrscheinlich gleich noch mit. Ich glaube, da ist ja schon was. Schon können sie loslegen. Na gut, die Erkundungsschiffe dauern jetzt halt natürlich, ne? Gleich könnte ich jetzt auch noch zur Bronzezeit wechseln, dann könnte ich Kriegsgaleeren bauen. Die sind natürlich ein bisschen stärker als die Erkundungsschiffe. Aber ich denke mal, für den Zweck, für den ich sie jetzt gerade brauche, werden sie ausreichen. Ansonsten ist es mal wieder nur warten. Das war... bis wir genug Geld haben. Boah, die Musik ist cool. Die Musik ist sau cool. So, wir bauen jetzt noch zwei Handelsboote. Sind gerade schon fast fertig geworden. Da kann ich noch ein Haus bauen. Ihr auch Holzfällen.
Alter, also mir gefällt die Musik jetzt richtig, richtig derbe. Na, ich meine, die klassische Variante ist auch awesome. Wirklich. Aber die hat auch sowas, die hat sowas Angenehmiges, also Angenehmiges, sag ich schon. Sowas Angenehmes, Chilliges. Na? Die ist überhaupt nicht überstürzt, überlaut, sondern ganz, ganz leicht zum Anhören. Finde ich klasse, sowas. So, ihr habt nichts mehr zu tun. Das wüsste ich aber. Denn man hat immer etwas zu tun. So, beziehungsweise wir können auch Stein machen. Stein haben wir nämlich jetzt auch gerade sehr, sehr viel. Ist ja kein Wunder. Naja, umso mehr Handelsboote wir bauen, umso schneller geht es, ne? Deswegen. Ach, das noch neue Tracks? Wäre natürlich sehr cool. Ich habe die Beschreibung nämlich gar nicht gelesen, die also nur so kurz überflogen, so, ne? Das war's dann eigentlich aber schon. Genau, und ja, auch nur ganz kurz angemacht, um zu gucken, ob es läuft und ob ich auch aufnehmen kann. Ja. Wie gesagt, nur das Intro nicht. Na, das liegt jetzt aber nicht an OBS, sondern allgemein nicht abspielen. Finde ich ein bisschen schade. Das ist bestimmt mega episch. Kann ich mir vorstellen. Ja. So, jetzt ist die große Frage. Greifen die noch an, die Leute? Also brauchen sie nicht. Definitiv nicht. Ach cool. Es wäre natürlich die große Frage, ob wir cheaten können. Ja, es gibt ja so gewisse Cheats noch. Boah, die habe ich auch früher benutzt. So, früher als Kind hast du wenig Geduld gehabt. Da hast du immer gecheatet, weil du wolltest schnell haben. Da weiß ich noch, da habe ich 4 Stunden gezockt. Oder 5 oder so weiter, nur Age of Empires und auch die ganze Zeit mit Cheats und so weiter. Und ich habe auch 4 oder 5 Matches hintereinander auch gewonnen und so weiter. Die waren auch schon happig. Ja, genau. Und da habe ich auch nichts gegessen und ich war richtig im Arsch, ey. Richtig Kopfschmerzen und so weiter. Ich war richtig im Arsch gewesen. So früher, so, ne, wo man. Boah, wie alt war ich denn da? 12? 10, 11, 12 so in dem Dreh. Man war es nicht gewohnt. Ja. Bin ich allgemein auch nicht. Ich kann nicht so lange zocken, als konnte ich eigentlich noch nie. Klar, wenn ich irgend so ein geiles Spiel habe, kann ich natürlich 8 bis 10 Stunden kann ich zocken, natürlich. Aber dann ist wirklich Schicht im Schacht. So, dann kann ich gar nichts machen mehr. So, ne? Deswegen. Das ist bewundernswert, was einige können so. Die sitzen dann einfach so und können bam zocken. Solange sie wollen. Ich meine, ist echt cool. Ich kann das aber nicht mehr. Nicht weil ich alt bin oder so weiter, sondern. Konnte ich eigentlich noch nie so wirklich. Muss ich sagen. Ne?
Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass die, dass meine Ressourcen ein bisschen runtergehen. Das ist dann wohl immer der Fall, wenn die Handelsschiffe da sind und das dann abziehen. Und dann im Gegenzug, die Materialien geben. Ach. Gut, müsste es jetzt aber gleich gewesen sein. Zwei Handelsboote und dann, sie haben gewonnen. Ja, da kommen sie auch schon. Yay! Alle vernichtet. Haha. Sogar meine Verbündeten. Mit den von ihnen gesammelten Vorräten wurde die erste Pyramide Ägyptens zu Ehren von Pharao Djoser errichtet. Völker von nah und fern bewundern diese Leistung und Ägyptens Ruhm wächst. Djosers Nachfolger plant bereits, eine noch größere Pyramide zu errichten. Mit der Zeit werden diese Bauten das Land Ägypten zieren, die Ewigkeit überdauern und den Pharao cool. in das nächste So Leute, das war's jetzt auch. Wenn ich jetzt auf Schließen drücke, dann wird's wahrscheinlich... wobei, können wir auch kurz machen. Die nee. Ägyptische Kultur Alles klar. Blüht. Genau, das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns dann nächste Woche. Donnerstag wieder, genau. Cidario Neu, übrigens. Ich? Ja. Nee, The River Outpost. Nee, das ist das andere. Das heißt, ab The River Outpost können erfahrene Age of Empires Spieler anfangen zu spielen. Bin ich auch mal gespannt. Also da geht dann die richtige Ägypten-Kampagne los. Ich bin mal gespannt, ob das auch noch weitergeht. Oder ob das jetzt nur die sind. Ich meine, hätte ja auch nichts dagegen, dann können wir nämlich gleich mit den anderen... Kampagne weitermachen, weil wir sehen ja, wir haben ja einige. Wir haben Ägypten, Griechenland, Babylon, Yamato, da freue ich mich sehr drüber. Hethita, Rom, Caesar, Imperium Romanum, Feinde von Rom und der erste Punische Krieg. Sehr gespannt auf alle Kampagnen. Ich kenne natürlich die meisten, so, ne, ist ja logisch. Aber hier halt in der neuen Grafik mal kennenzulernen, da freue ich mich sehr drauf. Gut. Leute, das war Age of Empires Definitive oder Defined oder Definitive, ach, keine Ahnung, ihr wisst schon, welche Edition. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis nächste Woche Donnerstag, haut rein und ciao.